Guten Tag, ich bin Rupert Strachwitz. Ich werde Ihnen anhand von Folien jetzt eine Einführung in die Zivilgesellschaft geben. Sie besteht aus zwei Teilen. Ich mache Lehre online auch jetzt zum ersten Mal. Wenn also alles noch nicht ganz so klappt, dann bitte ich um Nachsicht. Zuallererst, so wie meine Kollegin Siri Hummel und mein Kollege Eckhard Priller, komme ich vom Mäzenata-Institut und die erste Frage, die dann immer kommt, warum heißt das Mäzenata? Das liegt an diesem Herrn hier, Gaius Cilnius Mäzenas, der ein Zeitgenosse, Weggefährte, Staatskanzler des Kaisers Augustus war und der sich in der Förderung von Künstlern, insbesondere von Dichtern, einen Namen gemacht hat. Das Mäzenatentum leitet sich von ihm ab und seine Förderung war aber durchaus auch etwas politisch gemeint. Er wollte der neuen politischen Ordnung, die Augustus aufgerichtet hat, gewissermaßen Rückendeckung verschaffen. Wir wollen der Zivilgesellschaft in der Politik mehr Wirkung verschaffen und deswegen ist seit 30 Jahren Mäzenas unser Namensgeber. Diese Einführung gliedert sich wie folgt. Ich werde mich und auch das Institut Ihnen kurz vorstellen. Ich werde dann etwas allgemein in das Thema einführen, etwas über die Ausgangsbedingungen, insbesondere die Krise des Nationalstaates sagen, Ihnen erläutern, wie die moderne Zivilgesellschaft entstanden ist und noch entsteht, in welchem Raum sie sich bewegt und wie sie mit den anderen großen Arenen, Staat und Markt, zusammenwirkt. Am Schluss etwas der wissenschaftliche Teil, was für Konzepte werden diskutiert und ganz am Ende, aus guten Gründen, werde ich dann über die Definition etwas sagen. Zunächst also zu mir. Ich bin von meiner Ausbildung her Politikwissenschaftler und Historiker und habe mein ganzes Berufsleben in und mit dem gemeinnützigen Bereich verbracht, habe lange in einer großen Organisation gearbeitet, habe eine Beratungsgesellschaft gegründet und lange geführt und seit 1997 bin ich der Direktor des von mir gegründeten Mäzenata-Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft in Berlin und als dieses Institut 2011 Teil der Mäzenata-Stiftung wurde, wurde ich auch deren Vorstand. Ansonsten bin ich immer noch auch freiberuflich tätig als Wissenschaftler, Autor, Referent, Berater, Moderator, auch zu allgemeineren Zukunftsfragen, aber natürlich auch zu Zivilgesellschaft, Bürgerengagement, Philanthropie, Stiftungswesen und ähnlichen Themen. Das alles sehr stark mit einem internationalen und vor allem einem europäischen Touch. Und mein Forschungsschwerpunkt über viele Jahre war immer das Stiftungswesen. Die Mäzenata Stiftung ist ein Think Tank für die Zivilgesellschaft, also als Stiftung ganz untypisch. Sie beschäftigt sich mit Politikberatung, Forschung und Lehre, Forschungsunterstützung, auch mit ein paar Dienstleistungen und gelegentlich auch ganz konkreten Aktionen. Ich werde Ihnen die einzelnen Programme der Stiftung noch etwas genauer erläutern. Hier sehen Sie die Stiftung mit ihren Programmen im Überblick. Es sind zurzeit 6 Programme. Im Mittelpunkt steht das Mäzenata-Institut mit vollem Namen Mäzenata-Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft.
eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Auch gibt es Lehre, wie man an diesem Lehrauftrag auch gut sehen kann. Ein zweites Programm ist das Tocqueville-Forum, das Forschungsunterstützung anbietet. Darüber auch gleich noch etwas mehr. Das dritte Programm heißt Transnational Giving. Das beschäftigt sich mit internationalem Spenden und Spendentransfer. Das vierte Programm heißt Europa Bottom Up und macht genau das, was der Name sagt. Wir versuchen da durch Aktionen und Projekte für den Gedanken der europäischen Einigung zu werben. Und das neueste Programm ist das MENA Study Center, Middle East North Africa Study Center, das sich also speziell mit dem südlichen und östlichen Mittelmeerraum beschäftigt. Zur Stiftung gehört auch das Center for Humanitarian Action, das wir mit drei großen Verbänden zusammen betreiben und an die Stiftung angehängt ist ein ganz kleiner Verlag. Ich sagte schon, die Stiftung ist ein Think Tank für die Zivilgesellschaft. Wir sehen uns als proaktive Stiftung. Also wir entwickeln und machen selber das, was wir machen wollen. Wir sehen uns auch in einer Scharnierfunktion zwischen Wissenschaft und öffentlicher Debatte, auch zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir versuchen an Kernthemen der gesellschaftlichen Entwicklung mitzuarbeiten, also beispielsweise an der Aufgabe der sogenannten Non-State Actors, also der nichtstaatlichen Akteure, die diese im internationalen oder auch nationalen politischen Betrieb übernehmen können und übernehmen sollten. Wir versuchen mit dem, was wir tun, die Zivilgesellschaft in ihrer Leistungskraft und in ihrer Relevanz zu stärken. Ein Anliegen ist es, uns den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Wir brauchen für die Zivilgesellschaftsforschung qualifizierte Forscherinnen und Forscher und die versuchen wir auch da zu fördern. Wir wollen Philanthropie fördern, also das sich hinwenden zum anderen Menschen und letztlich sind wir immer interessiert an dem europäischen Gedanken, also insofern auch an einer europäischen Zivilgesellschaft. Nun also zu den einzelnen Programmen. Hier sehen Sie unsere Partner im Transnational Giving Programm. Wir sind da insgesamt um die 20 europäische Partner. Zum Teil sind das sehr große Stiftungen, zum Teil sind das auch kleinere Organisationen. Und wir arbeiten zusammen dabei, Spendern zu helfen, ins Ausland zu spenden und zugleich aber auch die Idee des über die Grenzen hinweggehenden Spendens zu befördern, gerade innerhalb Europas. Und das heißt natürlich auch, rechtliche Hemmnisse abzubauen. Hier sehen Sie, was wir praktisch in dem Programm Transnational Giving machen. Wir nehmen Spenden von Privatpersonen und Unternehmen in Deutschland entgegen und leiten diese als Fördermittel an Empfänger im Ausland weiter. Das Gleiche geht auch umgekehrt. Ausländische Spenderinnen und Spender können an geeignete Organisationen in Deutschland spenden mit Hilfe unserer Partner. Das passiert aber leider in der Praxis nur ganz selten. Unsere Hauptaufgabe ist dabei, die Voraussetzungen für die Weiterleitung an diese Empfänger zu prüfen. Das ist die sogenannte Due Diligence. Das heißt, wir müssen uns davon überzeugen, dass diese Organisationen deutschen Vorstellungen von einer steuerbegünstigten Körperschaft, also wie man landläufig sagt, einer gemeinnützigen Organisation entsprechen. Das ist schon von den üblichen Voraussetzungen her nicht ganz einfach. Hinzu kommt immer mehr jetzt seit einigen Jahren die Prüfung, ob die
vielleicht etwas mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung oder solchen Dingen zu tun haben. Da müssen wir uns richtig davon überzeugen, dass das nicht der Fall ist. Natürlich müssen wir dann auch prüfen, ob diese Mittel entsprechend verwendet worden sind. Also die Berichterstattung spielt da auch eine ganz erhebliche Rolle. In dem Programm Europa Bottom-up geht es, wie schon gesagt, um die Förderung des europäischen Gedankens. Was Sie hier rechts sehen, ist eine Plakataktion, die wir mal gemacht haben. Ansonsten machen wir immer Veranstaltungen zu diesem europäischen Thema. Wir geben eine eigene Publikationsreihe heraus, die heißt Europa Bottom-up. Das können Sie auf unserer Website sich anschauen. Wir sind in allerlei europäischen Netzwerken integriert, zum Beispiel dem Europäischen Stiftungszentrum. Und wir beteiligen uns auch an gewissen Kampagnen dazu. Unser Schwerpunkt in dem Europaprogramm ist ein Projekt, das heißt Europa und das Mittelmeer. Da haben wir bisher 4 größere Konferenzen dazu gemacht, die sich bemühen, ganz unterschiedliche Menschen, die sich vielleicht sonst nicht begegnen würden, aus allen Mittelmeeranrainerstaaten und eben aus Europa zusammenzubringen. Da machen wir sehr erstaunliche Erfahrungen, wenn plötzlich Teilnehmer aus Nordzypern und Südzypern zusammenkommen, die sich noch nie begegnet haben. Und das sind Versuche, gewissermaßen über die Grenzen und Konflikte hinweg Kontakte zu knüpfen und Brücken zu bauen für eine Verständigung unter allen Menschen, die da leben. Der inhaltliche Kern der Stiftung ist das Mäzenater Institut. Ich sagte schon, es ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Sie besteht seit 1997. Wir sind in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung unterwegs zu den Themen wie Zivilgesellschaft, Philanthropie, Stiftungswesen, bürgerschaftliches Engagement. Und zu diesen Themen beteiligen wir uns eben auch an der akademischen Lehre an mehreren Universitäten und anderen Hochschulen, zum Teil auch im Ausland. Dann kommt das Tocqueville-Forum. Das ist vor einigen Jahren entstanden, um dort zusammenzufassen eine ganze Reihe von Aktivitäten, die der Forschung unterstützen, dienen oder auch mit Netzwerken oder mit Projekten etwas zu tun haben, die nicht im strengen Sinne wissenschaftlich sind. Das ist vor allem und ganz entscheidend die Mäzenater Bibliothek, die besteht inzwischen schon über 30 Jahre und ist für jedermann zugänglich. Wir haben einen Bibliothekar, der die rund 15.000 Medieneinheiten dort betreut, und natürlich benutzen wir sie für unsere Arbeit, aber wir stellen sie auch jedem anderen zur Verfügung, der sie nutzen will. Wir haben zu einem gewissen Grade auch Datenbanken bei uns. Eine Datenbank, die wir sehr lange gehabt haben, haben wir aber gerade aufgegeben, nämlich eine Datenbank der deutschen Stiftungen. Wir haben gerade vor einigen Wochen mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen eine Vereinbarung getroffen, dass wir unsere Restbestände dort mit dazugeben und dafür diese dann gemeinsame Datenbank mit nutzen können. Im Tocqueville-Forum läuft ein sehr wichtiges Programm, nämlich Zivilgesellschaft Info, ein immer wieder sich verändernder Versuch, die Öffentlichkeit über das zu informieren, was in der Zivilgesellschaft geschieht. Das geht natürlich im Wesentlichen über unsere Website, über Twitter, über andere Publikationsorgane. Wir legen großen Wert darauf, dass wir da nicht etwa nur über das berichten, was wir da gerade machen, sondern ganz allgemein über das, was in der Zivilgesellschaft und Zivilgesellschaftsforschung passiert. Zurzeit läuft gerade bei uns ein großer Relaunch unserer Webseite.
Noch sehen Sie, wenn Sie jetzt draufgehen, die alte, aber in einigen Wochen oder Monaten wird es eine vollkommen neue geben, wo wir auch gerade diesen Informationsschwerpunkt nochmal neu definieren. Wir machen in diesem Programm auch Aus- und Fortbildung, also nicht akademische Seminare, Intensivseminare, offene und auch für geschlossene Kreise zu Stiftungswesen, zu Zivilgesellschaft. Wir beteiligen uns durch Pressearbeit an der öffentlichen Information und wir sind über dieses Programm auch mit anderen Organisationen immer wieder vernetzt. Ein paar Worte zu unserem Center for Humanitarian Action, gewissermaßen einem Think Tank im Think Tank zu dem speziellen Themenkomplex humanitäre Hilfe. Diese Einrichtung betreiben wir gemeinsam mit drei großen Verbänden, die in der humanitären Hilfe sehr aktiv sind, Caritas, Diakonie und Ärzte ohne Grenzen. Hier geht es um die Zusammenarbeit mit ähnlichen, sehr viel älteren Einrichtungen weltweit. Unsere Einrichtung ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Wir stellen Hintergrunddienste, Analysen, Evaluationen und dergleichen für aktive humanitäre Organisationen zur Verfügung. Wir sind aber in keiner Weise ein Koordinator und betreiben auch für die Organisationen kein Fundraising. Das können die ja sehr viel besser selber. Und schließlich noch ein Wort zu unserem MENA Study Center. Das ist zustande gekommen, weil eine schon länger bestehende Zusammenarbeit mit einem sehr bekannten Orientalisten, Professor Dr. Udo Steinbach, gewissermaßen organisatorisch auch formalisiert werden sollte. Wir sind sehr froh, dass wir Herrn Steinbach bei uns haben. Er berät uns, also unsere anderen Programme, bei Fragen, wo es um den Nahen Osten geht, nur um ein Beispiel zu sagen, der ganz große Teil der humanitären Hilfe aus Deutschland geht in den Nahen Osten, also Jemen, Palästina, Gaza, solche Art Länder. Und insofern ist diese Hilfe schon sehr wichtig. Wir versuchen auch mit Hilfe dieses MENA Center zivilgesellschaftliche Aspekte in größere Diskurse zu dieser Region einzubringen. Herr Steinbach ist in einem sehr ständigen, engen Austausch mit anderen am Nahen Osten interessierten Einrichtungen oder eben auch solchen, die dort in diesen Ländern beheimatet sind. Und wir haben daraus auch ein Veranstaltungsangebot entwickelt, mit dem wir also auch an die Öffentlichkeit treten. Zum Schluss noch der Hinweis auf ein gerade erschienenes Buch, ein Handbuch Zivilgesellschaft, das ich mit zwei Kollegen geschrieben habe und das einen Gesamtüberblick über dieses Thema Zivilgesellschaft vermitteln soll. Damit Schluss der Vorstellung oder man könnte auch sagen Schluss des Werbeblocks. Und wir steigen in das eigentliche Thema ein und dazu ist es zunächst einmal notwendig zu definieren, was ist denn eigentlich Zivilgesellschaft? Da kursieren in der Öffentlichkeit sehr viele Definitionen, in Deutschland ganz besonders und in jeder öffentlichen Diskussion, an der ich beteiligt bin, kann ich ziemlich sicher sein, dass dann im Publikum jemand aufsteht und sagt, also ich verstehe ja unter Zivilgesellschaft etwas ganz anderes und dann verbringt man viel Zeit damit, diese Definitionsdebatten zu führen. Das ist manchmal auch ein bisschen ermüdend. Es gibt durchaus im internationalen Kontext eine sich verfestigte Definition von Zivilgesellschaft, an die man sich halten kann. Und an die halten wir uns auch. Die ist also absolut mehrheitsfähig, ist eine analytische Darstellung mit relativ wenigen normativen Aspekten, um es mal so auszudrücken. Und über die wollen wir jetzt im Anschluss reden. Dazu zeige ich Ihnen zunächst einmal einfach ein paar Bilder
um deutlich zu machen, was steckt eigentlich hinter diesem ja oft doch etwas diffus erscheinenden Begriff. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Thema Stuttgart 21, also die Idee der Deutschen Bahn, den ganzen Hauptbahnhof Stuttgart unter die Erde zu verlagern, aus dem Kopfbahnhof einen Durchgangsbahnhof zu machen, dafür allerdings ein denkmalgeschütztes Bahnhofsgebäude abzureißen und die Stadt Stuttgart auf viele Jahre in eine Großbaustelle zu verwandeln. Dagegen hat sich Protest organisiert in einer Weise, die lange Zeit so gar nicht bekannt war. Insbesondere haben sich nicht nur junge Menschen, die vielleicht öfter auf Demos gehen, dort zusammengefunden, sondern auch ältere Bürgerinnen und Bürger, die das nicht hinnehmen wollten. Am Ende war alles umsonst. Der Bahnhof wird gebaut, wie üblich mit erheblichen Verzögerungen, die aber nicht diesen Demonstrationen anzulasten sind. Aber hier hat die Zivilgesellschaft sich in ihrer Protest- und Funktion, die Stimme zu erheben, sehr deutlich gezeigt. Hier sehen Sie, wie das alte Bahnhofsgebäude abgetragen wird. Und dagegen gab es eben dann erheblichen Widerstand mit vielen, vielen Tausenden von Beteiligten. An den Demonstrationen haben nicht nur unglaublich viele Menschen teilgenommen, sie waren auch von zum Teil sehr hässlichen Vorfällen begleitet. Auf dem Bild links oben sehen Sie einen älteren Herrn, der von der Polizei wohl sehr brutal geschlagen wurde. Das hat alles sehr viel Bitterkeit erzeugt. Das ganze Protestverfahren war am Schluss ja auch erfolglos. Aber es hat gezeigt, dass Zivilgesellschaft da ist, dass sie auch spontan da ist, dass große öffentliche Projekte und Unternehmungen ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in einer vernünftigen und wirklich partizipativen Form nicht ohne weiteres zu verwirklichen sind. Und ich denke schon, dass einige Menschen dafür sensibilisiert worden sind, dass man die Bürgerinnen und Bürger in sehr viel besserer Form teilhaben lassen muss an Entscheidungen, die in den repräsentativen Organen der Demokratie vorbereitet und getroffen werden. Man muss ja auch sehen, dass in diesen repräsentativen Organen Sachzwänge vorgeschoben werden, um alles Mögliche zu entscheiden, das im Grunde genommen von den Bürgerinnen und Bürgern nicht gewollt wird. Zivilgesellschaft ist, das sollten diese Bilder Ihnen verdeutlichen, ein ständiger, präsenter und auch wesentlicher Teil unseres Gemeinwesens. Und Zivilgesellschaft produziert einen singulären Mehrwert. Also es wird dort etwas getan, was im Staat und im Markt nicht getan wird und was auch einzelne Bürger und Bürgerinnen nicht tun können. Und zwar unabhängig davon, ob diese Zivilgesellschaft im Einzelfall nun gerade stabilisierend oder integrativ oder integrierend wirkt oder ob sie nun mal auch auf Veränderung aus ist und vielleicht sogar mal auf Krawall aus ist. Dies hat etwas damit zu tun, dass die Bürgerinnen und Bürger zwar, wie man in der Corona-Krise gerade deutlich erkennen kann, Anordnungen von Behörden durchaus gehorsam folgen, aber nicht
auf Dauer und nicht in jedem Einzelfall. Dieses schöne Bild, das ich natürlich weder gemalt noch fotografiert habe, war mal an einer Hauswand irgendwo in Sachsen vor vielen Jahren und ein Mitreferent bei einer Veranstaltung hatte das fotografiert und zeigte es und er gab mir dann die Erlaubnis, es auch weiter zu verwenden. Der Begriff Zivilgesellschaft ist eigentlich gar nicht so neu, sondern hat eine alte Tradition. Er taucht zum ersten Mal auf in der lateinischen Übersetzung des griechischen Worts polis von einem Italiener im 15. Jahrhundert als Societas Civilis. In der schottischen Aufklärung hat einer der großen Aufklärer, Adam Ferguson, ein Buch über Civil Society geschrieben. Und auch an vielen anderen Stellen taucht diese Begrifflichkeit immer wieder auf. Aber, und das muss man sehr deutlich sagen, das, was wir heute als Zivilgesellschaft bezeichnen, ist etwas anderes. Dieser Begriff hat sich also verändert in seiner Bedeutung und das seit dem späten 20. Jahrhundert, also in den letzten 30, vielleicht inzwischen 40 Jahren. Dieser Entwicklungsprozess ist auch noch nicht abgeschlossen, das geht auch noch weiter, aber wir können schon feststellen, dass es inzwischen eine relativ gefestigte Definition von Zivilgesellschaft gibt. Ein paar dieser Traditionslinien will ich Ihnen in aller Kürze noch nennen. Von Adam Smith, der ja immer als der Erfinder des Kapitalismus bezeichnet wird, gibt es ein zweites Buch, The Theory of Moral Sentiments, indem er gleich am Anfang in der Einleitung schon beschreibt, dass es wohl keinen Menschen gibt, der nicht auch Prinzipien hat, denen er folgt, auch wenn sie ihm materiell nichts bringen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir den Kapitalismus ja immer damit in Verbindung bringen, dass man nur seinen eigenen Interessen folgt. Durch dieses Verhältnis zu anderen Menschen ohne eigenes Interesse wird eigentlich die ganze theoretische Basis für eine Zivilgesellschaft begründet. Wir finden einen ganz anderen Protagonisten der Zivilgesellschaft in Antonio Gramsci, einem italienischen Kommunisten, der in der faschistischen Zeit sehr lange im Gefängnis war und dort in den sogenannten Gefängnisheften auch über das geschrieben hat, was er die Società Civile, eben die Zivilgesellschaft, nannte, in dem marxistischen Sinn, wo es ja immer um den sogenannten Überbau geht, hat er gefunden, dass es eigentlich zwei Arten von Überbau gibt, nämlich einmal so den staatlichen Bereich und eben zum anderen die Zivilgesellschaft. Eine dritte Traditionslinie, die wichtig ist, ist die sogenannte katholische Soziallehre, also das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, vor allem entwickelt von Oswald von Nell-Breuningen in den 1920er, 30er Jahren, wo es also darum geht, dass private Akteure in der Gesellschaft an vielen Stellen durchaus den Vorrang haben vor staatlichen Akteuren und nicht zum Tätigwerden gewissermaßen der staatlichen Erlaubnis so unbedingt bedürfen. Ein vierter, der hier zu nennen ist, ist Marcel Mauss, ein Franzose, der in den 1920er Jahren ein sehr berühmtes Buch veröffentlicht hat, Die Gabe, wo er über das Geschenk spricht und über die wichtigen Implikationen, die es hat, wenn Menschen anderen etwas schenken. Ein fünfter, der für unsere Gesellschaft insgesamt auch sehr wichtig ist, ist natürlich Karl Popper mit seinem berühmtesten Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, also in dem er natürlich auch aus der Situation der Zeit, dem Faschismus und Kommunismus, den theoretischen Kampf
ansagt und für eine offene Gesellschaft, in der ganz unterschiedliche Kräfte wirken können, plädiert mit sehr vielen, sehr guten Argumenten. Und da findet natürlich Zivilgesellschaft, auch wenn er das Wort nicht benutzt, unbedingt ihren Platz. Und letztlich sollte man hier auch nennen François Perroux, einen Franzosen, der über die unterschiedlichen Attribute geschrieben hat, nämlich über die Gewalt, den Tausch und das Geschenk. Économie et Société, Contrainte, Échange et Don. Also, oder auf Englisch, Force, Exchange and Gift. Das ist auch sehr bekannt geworden, weil er dann definiert hat, der Staat lebt im Wesentlichen von diesem Gewaltattribut, der Markt lebt wesentlich von diesem Tauschattribut und die Zivilgesellschaft wesentlich von diesem Geschenkattribut. Wenn wir uns also diese älteren Akademiker nochmal anschauen, dann zieht sich also immer diese Möglichkeit des anderen, des individuellen Handelns in der Gesellschaft und diese Geschenkattribut durch die Geschichte, und das ist also für die Zivilgesellschaft in der Tat auch extrem wichtig. Damit sind wir bei einer anderen sehr wichtigen Diskussion für die Entstehung der Zivilgesellschaft, und das ist die Krise des Nationalstaates. Der Nationalstaat ist eine Erfindung des späten 16. Jahrhunderts und hat die politische Ordnung der nachfolgenden Jahrhunderte bis ins 20. Jahrhundert sehr stark beherrscht, ist aber gerade im 20. Jahrhundert natürlich pervertiert worden. Also der Faschismus, der Kommunismus, der Totalitarismus insgesamt mit seinen wirklich katastrophalen Effekten ist ein spätes Ergebnis dieser Fixierung auf den Nationalstaat. Aber natürlich dann auch andere Erscheinungsformen des 20. Jahrhunderts, also der Kalte Krieg oder der lange Weg zur Demokratie, der Imperialismus von Supermächten, auch die sehr, sehr langsame europäische Integration, viele Bürger hätten es ja gerne schneller gehabt, haben dazu geführt, dass man sagt, allein im Rahmen eines solchen Staates können wir eigentlich nicht wirklich weiter existieren. Es bedarf einer neuen politischen Ordnung, die dieses Versagen des Staates, und dazu kann man natürlich das Versagen des Marktes auch gleich dazu rechnen, einbeziehen und daraus etwas Neues entwickeln. Was wir erlebt haben in den letzten rund 30 Jahren, ist ein erschreckender Vertrauensverlust in Staat und in den Markt. Es gibt zahlreiche Untersuchungen dazu, die alle zum ähnlichen Ergebnis kommen. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen dem Staat, vertrauen den großen Unternehmen nicht oder immer weniger. Und auch das ist natürlich ein Versagenstatbestand, der für Staat und für Markt gleichermaßen gilt. Und der dazu führt, dass die Bürgerinnen und Bürger neu darüber nachdenken, wie wollen wir uns eigentlich organisieren. Das sind sehr langsame Überlegungen, das führt nicht gleich zur Revolution und auch nicht gleich zu völlig neuen Konstellationen, aber es führt schon dazu, dass neue Gedanken aufkommen. Wie Sie sich sicher alle erinnern werden, sind solche Gedanken zunächst einmal ja auch eruptiert. Es gab immer wieder auch gewaltsame Protestaktionen, so 1953 in Ostberlin, 1956 in Budapest. In München gab es in den frühen 1960er Jahren schon die sogenannten Schwabinger Krawalle. Es gab die großen Protestaktionen in Südkorea, es gab die weltweiten Proteste gegen den Krieg, den die USA in Vietnam geführt haben. Es gab natürlich das ganze Thema 1968,
also das sich Auflehnen gegen die überkommene Ordnung, aus der dann die sozialen Bewegungen, neuen sozialen Bewegungen entstanden sind. Es gab die Abrüstungsfriedensbewegung, die da entstanden ist. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Wir empfinden das heute zum Teil schon als historisch, aber das waren durchaus neue Elemente eines Lebens in der Gemeinschaft oder eines politischen Lebens. Um es nochmal etwas systematisch aufzuführen, wir haben eine große Ratlosigkeit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben diese Ausdifferenzierung, eine Vielzahl von unterschiedlichen Positionen. Wir haben dieses Misstrauensphänomen. Wir haben natürlich auch eine innere Emigration, Menschen, die sich aus der Gemeinschaft zurückziehen und nur noch ihr eigenes privates Leben führen. Und wir haben, das ist nun eine neuere Erscheinung, speziell seit dem 11. September 2001, dieses extreme Sicherheitsdenken auf der Seite der Regierenden oder der Mächtigen oder wie man es immer nennen will, das zu einer Abschottung geführt hat. Und damit haben wir also zwischen den Bürgerinnen und Bürgern einerseits und denen, die die Entscheidungen fällen, einen riesigen Abstand erzeugt, und das kann nicht auf die Dauer gut gehen. Zwei Beispiele dazu, hier nur beispielhaft gezeigt, das ist die Geschwindigkeitsmessung von Autofahrern, in sich natürlich wohl was Vernünftiges, aber es zeigt uns, dass die Kommune, dass die öffentliche Hand eigentlich nur noch als Kontrollinstanz wahrgenommen wird, als Instanz, die Verbote erlässt, die irgendwas regelt, die irgendwas absperrt, irgendwas kontrolliert und die nicht ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Man muss schon in einer sehr kleinen Gemeinde zu Hause sein, um in der Gemeinde als solcher ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und das Gleiche natürlich auch im Markt, auch die Unternehmen schotten sich ab, hier beispielhaft dargestellt durch einen Börsensaal. Die sitzen da in einem geschlossenen Kreis, schauen nicht hinaus und achten, wenn man so will, gar nicht darauf, was die Bürgerinnen und Bürger dazu sagen oder dazu meinen. Also auch das sind so selbstreferenzielle Systeme geworden, die mit ihrem Umfeld, ihrer Mitwelt gar nicht mehr korrespondieren. Die Herausforderung bestand oder besteht nun darin, aus dem, was schon Max Weber vor über 100 Jahren als totalitäre Demokratie bezeichnet hat, eine moderne partizipative Demokratie zu machen, also ein Zusammenleben unter den Bedingungen heutiger Notwendigkeiten, heutiger Technik, heutiger Lebensgefühle und so weiter, dass also eine Beteiligung, eine Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger für ihre Gemeinschaft erstens ermöglicht, zweitens aber auch notwendig erscheinen lässt. Diese Überlegungen können wir mit dem Entstehen der modernen Zivilgesellschaft assoziieren. Ich werde gleich nochmal auf Traditionslinien kommen, die zum Teil sehr traditionell sind. Aber wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Zivilgesellschaft allein entstanden ist aus großen Verbänden, die Dienstleistungen anbieten und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beschäftigen. Sondern es geht schon um eine dezidiert politische Komponente, um die Herausbildung neuer Ordnungsvorstellungen, neuer Gemeinschaftsvorstellungen. Es geht um die Suche nach bürgerschaftlichen Werten. Es geht um die Notwendigkeit, aber auch um den Willen vieler Bürgerinnen und Bürger, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Das sind ja
nach vorsichtigen Schätzungen über 20 Millionen in Deutschland, die sich engagieren. Das Ministerium hat zum Teil, also das Bundesfamilienministerium hat noch viel höhere Zahlen veröffentlicht, an die glauben wir aber nicht so recht. Was wir aber auch brauchen, sind neue Wächter über das Gemeinwesen, also neue Kreise, in denen geschaut wird, ob eigentlich alles so richtig läuft. Es geht auch um Gefährdungstatbestände, die Gefährdung der Menschen- und Bürgerrechte. Und es gibt auf der anderen Seite auch ein wachsendes Vertrauen in das Handeln von Menschen, die etwas zusammen machen, also kollektiv etwas machen. Nicht die großen Staatsinstitutionen, sondern die kleinen Kollektive. Diese neuen Strömungen und neuen Ideen treffen auf ein traditionell fest verankertes System von Organisationen, das schon seit vielen Jahren, zum Teil seit Jahrhunderten vorhanden ist. Das ist das traditionelle Ehrenamt in vielen, vielen Organisationen, auch zum Teil sehr großen und sehr traditionalistischen Organisationen. Aber natürlich auch die Protestbewegungen, die ja lange zurückgehen und die es immer schon gegeben hat, aus denen sind ja auch in früheren Jahrhunderten schon Revolutionen entstanden. Es geht natürlich auch um die Spendenbereitschaft, die es immer schon gab. Bürgerinnen und Bürger sind durchaus bereit, für die Allgemeinheit etwas zu spenden. Und sie haben sich auch schon immer in Vereinigungen zusammengefunden. Wenn man mal genau hinschaut, finden wir in Deutschland bürgerliche Vereinigungen, die 500, 600, manchmal 700 Jahre alt sind. Die sind wenig bekannt, die machen auch nicht furchtbar viel von sich reden, aber sie sind immer noch da. Und in anderen europäischen Ländern ist es genauso. Und dann gibt es natürlich ebenfalls immer schon so Subkulturen der Kollektivität. Also Menschen, die irgendetwas gemeinsam hatten, was vielleicht aber sie unterschieden hat von anderen Menschen, haben sich immer schon zusammengefunden und dort ihr Gemeinschaftsgefühl auch miteinander entwickelt. Aus diesen zwei großen Denkströmen sozusagen, der Beobachtung von vorhandenen freiwilligen Kollektiven in großer Zahl mit zahlreichen, sehr unterschiedlichen Zielen und dem Tatbestand, dass so diese Zwangskollektive des Staat gar nicht das leisten können und auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verlieren, haben dann beginnend so in den 1960er Jahren, aber dann vor allem seit den 1980er Jahren auch Theoretiker ein Konzept entwickelt, das man eigentlich definieren muss, eine neue Arena. Eine Arena, die es immer schon gab, aber die man jetzt sozusagen neu gruppiert und zusammenfasst innerhalb einer politischen Ordnung. Und hier sind als Theoretiker natürlich Jürgen Habermas zu nennen. Sein berühmtes Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit erscheint 1962. Es ist ein Deutsch-Amerikaner, Etzioni zu nennen. The Active Society erscheint auch schon in den 1960er Jahren, auch in der Beobachtung von Dingen, die in den USA passieren. Natürlich ist hier Niklas Luhmann zu nennen mit zahlreichen Publikationen. Und es ist Joachim Ernst Böckenförde zu nennen, der in den 70er Jahren einen Satz geprägt hat, mit dem er auch immer wieder zitiert wird: Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Böckenförde war Jurist, er war auch Verfassungsrichter und hat gesehen, dass der moderne Staat abhängig ist davon, dass sich andere Kollektive bilden, dass woanders Dinge praktiziert werden, auf die
ein Staat dann zurückgreifen kann. Das war gar nicht furchtbar neu. Auch das hat beispielsweise Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert in den USA schon beobachtet. Aber es war hier nochmal auf die deutsche Situation zurückgeführt und von der Autorität eines Verfassungsrichters her gesagt eigentlich ein wesentlicher Anstoß. Ein kleines Zwischenfazit. Wir können festhalten, dass das Zusammenleben in der Gesellschaft dann sehr unbefriedigend ist, wenn es ausschließlich in den Kontexten von Staat und Markt organisiert ist. Vielmehr sind alternative Interaktionen von Bürgerinnen und Bürgern für den sozialen Frieden, auch natürlich für den sozialen Wandel, unerlässlich und unerlässlich geworden. Und sie treffen auf eine Situation, dass es diese Kollektivierungen ja tatsächlich auch schon lange gibt. Man hat sie nur nicht in dieser Rolle sehen wollen. Und das heißt, wir haben hier eigentlich ein glückliches Zusammentreffen von tatsächlicher Beschreibung und Analyse und normativen Notwendigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Was all dies noch verstärkt, ist, dass es ja in der tatsächlichen Geschichte der 1970er, 80er, 90er Jahre ja nun tatsächlich auch eine Menge Ereignisse gegeben hat, die genau das unter Beweis gestellt haben. Relativ am Anfang steht der sogenannte Helsinki-Prozess, also die Bürgerrechtsbewegungen, die in Mittel- und Osteuropa entstanden sind nach der Unterzeichnung der Schlussakte der KSZE-Konferenz in Helsinki, daher der Name, und die bestimmte Menschen- und Bürgerrechte beinhaltet haben, sodass es also gerade den Regierungen in Mittel- und Osteuropa nicht mehr so leicht fiel, diese brutal zu unterdrücken. Und das hat dazu geführt, dass also beispielsweise in Polen mit Solidarność, beispielsweise in der damaligen Tschechoslowakei mit Charta 77 solche Bewegungen entstanden sind. Die haben dann auch dazu geführt, dass in den Transformationsprozessen, also der Wende der späten 1980er, frühen 1990er Jahre, die Zivilgesellschaft eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Also genauso wie wir sozusagen Deutschland intern sagen können, ohne Zivilgesellschaft keine sozialen Bewegungen, keine Friedensbewegung, keine Umweltbewegung, können wir hier im Transformationsprozess sagen, ohne Zivilgesellschaft kein Mauerfall. Und das führt natürlich auch zu einem wachsenden Interesse der Wissenschaft, zu Veröffentlichungen darüber, plötzlich schaut man, sagen, was passiert da eigentlich, was geht da vor sich. Und was dann auch noch hinzukommt, ist die Explosion der internationalen unabhängigen Kommunikation, sodass also auch international eine Vernetzung und Verbindung stattgefunden hat. Unabhängig davon, wie sich das jetzt in der jüngsten Zeit entwickelt hat, müssen wir für diese etwas frühere Zeit ganz klar sagen, die neuen Kommunikationsmöglichkeiten haben der Zivilgesellschaft in hohem Maße auf die Beine geholfen. Auch dazu müssen wir einige Autoren hier natürlich nennen und einige große Forschungsprojekte. An der Spitze das von Lester Salomon und Helmut Anheier geleitete Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project, das in den frühen 1990er Jahren begann und im Grunde immer noch nicht zu einem endgültigen Abschluss gekommen ist. Dort wurde zum ersten Mal versucht, international vergleichend die Zivilgesellschaft quantitativ zu messen. Das war eine große Aufgabe. Dazu mussten tatsächlich erstmal Definitionen gefunden werden. Es mussten Einteilungen und Rubriken entwickelt werden. Es musste eine Methodologie entwickelt werden. Und man betrat also an vielen Stellen
Neuland. Und heute ist vielleicht manches, was damals erarbeitet wurde, auch überholt. Aber bis heute ist dieses Johns Hopkins Projekt ein Referenzprojekt, das uns für die internationale Betrachtung, auch die internationale Definition ganz unerlässliche Anhaltspunkte liefert. Es gab dann andere, vor allem amerikanische Autoren, die sich auch theoretisch damit auseinandergesetzt haben. Sehr berühmt ist ein Aufsatz von zwei Autoren, Cohen und Arato, über Civil Society and Political Theory, also Zivilgesellschaft und politische Theorie, von 1994. Kein amerikanischer Autor, der darüber schreibt, würde darauf verzichten, Cohen und Arato zu zitieren. In jeder Qualifizierungsarbeit, Masterarbeit, die in den USA erscheint zu dem Thema, wird man immer unter den Quellen Cohen und Arato finden. Sie werden vielleicht in dieser Hinsicht auch ein bisschen überschätzt. Sehr wichtig ist Robert Putnam mit seinem Buch Making Democracy Work. Der macht nun eine Verbindung auf zwischen dem Funktionieren einer Zivilgesellschaft und dem Funktionieren einer Demokratie, und zwar anhand von Langzeituntersuchungen, die er in Italien gemacht hat und aus denen er den Schluss gezogen hat, mit guten Argumenten, dass eine Gesellschaft, in der die freiwilligen Netzwerke gut funktionieren, auch dafür geeignet ist, eine funktionierende Demokratie zu entwickeln. Es gibt dann eine Gruppe, theoretisch um den britischen Wissenschaftler Anthony Giddens, an der aber auch aktive Politiker beteiligt waren, Tony Blair, Gerhard Schröder und andere, die als Überschrift gewählt haben, den dritten Weg. Das war nun in der Richtung eher auch gegen eine Dominanz eines neoliberalen Kapitalismus gerichtet und war eine Zeit lang auch durchaus meinungsprägend, bis dann im Zuge von 9/11, also im 11. September 2001, diese Diskussionen so ein bisschen verschwunden sind. Und dann gibt es andere, da habe ich jetzt nur noch ein Beispiel, John Keane, der ebenfalls über das Leben und Sterben von Demokratie schreibt und dabei nun auch wieder das Thema Zivilgesellschaft sehr stark betont. Daher das nächste Zwischenfazit. Das heißt, diese traditionelle Zweiteilung zwischen Staat und Nichtstaat oder Staat und bürgerliche Gesellschaft, wie Hegel das im frühen 19. Jahrhundert genannt hat, oder zwischen öffentlich und privat, beschreibt die Wirklichkeit nicht zutreffend. Denn es gibt innerhalb dieses Nichtstaat zwei deutlich unterscheidbare Sektoren, sodass wir insgesamt von drei Sektoren, Arenen, Säulen, was auch immer, einer modernen Gesellschaft sprechen müssen. Und neben dem Staat und dem Markt ist eben die Zivilgesellschaft dann die dritte dieser Arenen. Damit ist der erste Teil beendet und wer Lust hat, kann gleich zum zweiten Teil übergehen.